Hola chicas! Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Ja, ihr seht schon, Bambi ist heute der Mexikaner oder besser gesagt die Mexikanerin. Okay, Angel möchte den Part übernehmen. Angel fühlt sich als Mexikanerin, würde ich sagen. Und ja, wir drehen heute ein ganz lustiges YouTube-Video. Okay, Bambi wäre auf jeden Fall der Frechdachs hier, die mir schon mal die Schuhe öffnet. Und Candy Crush auch, die den Hut frisst. Ja, ich hatte eine richtig lustige Idee. Und zwar werde ich euch heute mal zeigen, welche Berufe meine Tiere eigentlich wären, wenn sie Menschen wären. Und ich glaube, das wird heute richtig lustig. Und du bist auf jeden Fall die Mexikanerin. Sind wir bei meinen ersten beiden Pferden, Sparky und Wolli. Die beiden wären auf jeden Fall die beiden Sheriffs hier im Ponylande bei uns. Wolli ist auf jeden Fall SWAT, ups, die Spezialeinheit. Denn er hat alles hier am besten im Blick. Und Sparky ist sein Kommissar. Und Sparky ist so der Ausführer, das Gefolge von Sheriff Wolli. Und ja, ich würde sagen, die beiden haben es auf jeden Fall drauf. Sparky, du musst noch lernen, dein Mützchen ein bisschen besser zu tragen hier. So, so, Wolli. Ja, ich würde sagen, die beiden sehen super aus und sind auf jeden Fall hier unsere Officers im Town. Stets zur Stelle, stets im Dienst, allzeit bereit. Ich auch. Das nächste Pony, Klein Bacardi, er wäre definitiv ein Bäcker. Bacardi ist unser verfressenstes Pony, gell? Kein Leckerchen ist vor ihm sicher und ja, er liebt es auch früh aufzustehen. Ich würde sagen, er ist wirklich der perfekte Bäcker und steht ihm das nicht einfach hervorragend. Bacardi, die Torte, die fühlt er, würde ich sagen. Bäckerpony Bacardi! Backe, backe Kuchen, der Bäcker wird gerufen. Ich bin Bacardi, der Bäcker. Nächstes Pferd ist mein guter Gainesville und bei ihm ist es glasklar, er wäre definitiv ein Lehrer. Er liebt alle, er ist super kommunikativ, sehr, sehr fleißig und er wäre so ein richtiger, okay, Bücherwurm. Gell, Gainesville, Bücher, das wären deine Welt. Lehren, Kinder, das liebt er auch. Er ist ein ganz gutmütiger und das wäre einfach dein Traumjob, oder? Wärst du ein Mensch, wärst du unser Mr. Lehrer. Ja, ja. Mhm. Ist interessant, ja, was du mir jetzt. Ja, das Buch habe auch ich geschrieben. Ja, ist gut. Ist gut, gell? Also, ihr seht, Gainesville ist der absolute Bücherwurm. Kein Buch ist sicher vor ihm. Also, er ist der absolut perfekte Lehrer. Das ist einfach Gainesvilles Passion. Vielleicht habt ihr ihn auch ihr in einer Schulstunde. Und welche Fächer würde Gainesville unterrichten? Das ist ganz klar zum einen Sport. Denn Gainesville ist ein super Sportler und zum anderen ganz klar Mathe. Denn Gainesville ist ein ganz genauer, gell? Und Zahlen liebt er. Und eins ist klar, wenn es einen Sänger und einen Popstar unter all unseren Minis gibt, wer das ist? Und natürlich Vanilli! Ich bin Elsa, die Eiskönigin! And I will always love Vanilla! Also Sänger kann ich keiner werden. Dafür hat natürlich nur Vanilla Potenzial. Mein Talent reicht dafür nicht ganz aus. In jedem Pony-Team gibt es natürlich einen, der für Sauberkeit und Ordnung sorgt und schaut, dass alles an Platz und Stelle bleibt. Und unser Reinigungskraftpony ist Paquito. Er ist einfach immer sauber, er macht sich auch nie dreckig und er ist sehr, sehr penibel und sehr eigen. Also ist Paquito unser Reinigungspony. Gell, Paquito, du schaust, dass alles einfach an Ort und Stelle bleibt. Alles sauber bleibt und du bist einfach wirklich der Ordentlichste. Sogar in seiner Box hält er stets Ordnung und kackt sogar auf einen Haufen.
Was wünscht man sich mehr von einem Pony? Mein Motto: Sauberkeit siegt. Alles muss funkeln, alles muss glänzen. Ihr ahnt es vielleicht, irgendwer muss bei der Rasselbande auch die Nerven bewahren können. Und deshalb haben wir natürlich auch einen Yogalehrer, der absolut tiefenentspannt ist und das wilde Gebündel immer wieder zur Ruhe bringt. Und das ist natürlich unser Yogalehrer Duke. Du bist der beste Yogalehrer, Duke. Zeigst du uns vielleicht mal ein paar Übungen, wie das so funktioniert? Schauen wir mal. Ja, dann haben wir natürlich auch noch unsere Katzen. Die habe ich jetzt nicht verkleidet, aber unsere beiden Katzen, das wären definitiv beides Kammerjäger, die ganzen Mäuse, Ratten und so fangen. Denn ja, aktuell tun sie es zwar noch nicht, aber in Zukunft werden sie das bestimmt tun. Und ich denke, das wäre auf jeden Fall ihre große Leidenschaft. So ist man draußen, so einen Bürojob hätten die beiden definitiv nicht. Ich glaube, als Kammerjäger wären die beiden ganz gut aufgehoben. Das würde zu den beiden passen. Wild sind sie auch. In jeder Ponybande gibt es ihn, in jedem Zirkus gibt es ihn. Den Entertainer. Bei uns ist es Clown Bobby. Er unterhält alle, ist immer lustig drauf, für jeden Blödsinn zu haben und ja, entertaint einfach immer alles und jeden. Auf jeden Fall der absolute Klassenclown. Jeder kann über ihn lachen. Hat man einen schlechten Tag, Bobby schafft es, er heitert einem auf und ja, er ist der ideale Clown. Unter allen Ponys gibt es natürlich auch immer eine prima Ballerina. Wer könnte das anders sein bei uns als Mila? Prima Ballerina Mila, die Profitänzerin. Ist sie nicht süß? Mila ist das Pony, das wirklich nie im Hintergrund steht. Sie ist immer in erster Reihe dabei und steht immer gerne im Rampenlicht. Sie ist wirklich unsere prima Ballerina der Ponys. Auf jedem Ponyhof auch unerlässlich der Gärtner oder unsere Gärtnerin Ziege Gretel, die hier jeden Busch und jede Hecke kürzt und alles in Schuss hält. Sie ist einfach wirklich die Beste und hält alles sauber und hält die Stellung. Kein Baum, kein Busch ist vor Gärtner Ziege Gretel sicher. Sie kürzt alles rigoros. Alles wird gefressen, alles wird gekürzt. Egal ob drinnen oder draußen, Gärtnerziege Gretel sorgt auch im Haus für das Rechte. Es ist einfach so normal, dass du gar nicht überrascht bist, dass die Ziege im Haus steht. Ja, die Gute ist da. Sind hier irgendwelche Blumen zu schneiden oder zu kürzen? Aber bei uns im Büro gibt es nur Kunstblumen. Von dem her ist Gärtnerziege Gretel schon wieder befreit. Gärtnerziege Gretel ist eher der gemütliche Typ. Manchmal braucht es einfach eine kurze Pause vom Gärtnern, weil es ist ja doch sehr anstrengend. Aber dafür haben wir natürlich Verständnis. Gärtnerziege Gretel macht alles. Zwar ist sie nicht die schnellste, aber sie ist auf jeden Fall sehr gründlich. Da kommt sie doch schon. Schnell! Oh. So, die anderen Gärtner warten schon, aber Gretel ist einfach unsere Hauptgärtnerin.
Bei den Gärtnerziegen behält wirklich kein Baum seine Rinde. Alles wird frisiert. Natürlich hätte auch Luni einen Beruf, wäre sie ein Mensch. Und es ist ja wohl ganz klar, was Luni wäre. Luni wäre eine absolute Profi-Busfahrerin. Sie hat alle Kinder super im Griff. Sie kann super managen. Ne? Absolut perfekte Busfahrerin. Schaut mal, Luni, ob dir das stehen würde. Der Busfahrer, oder? Ja! Das ist ein Traumberuf! Sie möchte einfach Busfahrerin werden. Ja, Luni! Busfahrerin! Natürlich braucht auch jeder Hof jemanden, der einfach den finanziellen Überblick behält. Und das macht natürlich unsere Büromanagerin und Finanzmanagerin Marani. Sie hält den Überblick bei uns im Büro und plant und macht und tut und schaut, dass alles einfach funktioniert. Marani. Zahlen, Daten, Fakten, das liegt ihr. Unser Management-Huhn Marani hält den Überblick über alles. Sie tippt, sie schreibt, sie hält die Stellung. Jetzt habe ich euch heute jede Menge Einblicke in meine Tierwelt gegeben und was ich denke, welche Berufe meine Tiere wählen würden, wären sie Menschen. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, welches Tier wäre ich denn? Wäre ich ein Tier? Und ja, das habe ich mir auch ausführlich überlegt. Ich wäre ganz klar ein Einhorn. Ich finde, das würde super zu mir passen. Eine pinke, glitzerbunte Welt mit einem schönen Regenbogen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Lasst den Daumen nach oben da und abonnieren nicht vergessen. Macht's gut, tschüss!